diesem Herrn da gespielt. Ja. Ach, du großer Gott. Jetzt kommt die Muppet-Show. Mit mir hat er. Wir haben doch nie miteinander gespielt. Wir kennen uns doch damals 77. Das war doch diese Rolle, wo du heißt. Ich sehe aus wie ein Wackeldackel. Du heißt doch. Ich bin der Vivaldi. Harry. Sie verwechseln mich ja nicht. Nee. Erstmal guten Abend. Guten Abend. Sie hatten doch immer dieses Kostüm. Es gibt da so eine Geschichte von meinem Regisseur. Nein, Sie verwechseln mich. Aber ich kann Sie beruhigen, wir haben die Person hier. Das war quasi... Ja, wir haben die Person ja eingeladen. Weil es geht ja hier auch um Freundschaft und um ihr Leben und wie schön ihr Leben ist und wie schön Sie ihr Leben auch umgekrempelt haben. Kann ich übrigens nicht. Wenn ich mich umkrempel, drehe ich mich auf links und die Füllung kommt raus. Aber... Ich habe einen Gast eingeladen, einen guten Freund von Ihnen. Ja. Und ich glaube, mit dem verwechseln Sie mich. Es ist einer Ihrer alten Haudegen, besser gesagt einer Ihren alten Heidegen. Ah. Hi. Ah, der Hi. 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 Ja. Ja, ja. Das ist er. Doch, das war unser Bassist, der hat auch getrunken. Ich habe gebasst, habe ich. Es passte immer gut bei uns. Und es ist, es ist er. Ja, ja Sie haben sie also öfter gesehen. Ja, wir haben uns so oft gesehen. Wir haben uns jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns doppelt gleich gesehen. Doppelt gesehen. Yeah. Schön. Gleich zweimal. Neue Witze, also Miros. Herr Milovic hat immer solche Witze gemacht. Ja, wir haben immer... Finde ich gut. Weißt du noch, Miro, wir haben immer Trinkspiele haben wir zusammen gemacht. Ach, sagen Sie bloß. Ja, es ging immer so, weißt du noch? Wer die höchste Promillezahl hat, hat's gewonnen. Das Spiel hieß... Achtung. Das Spiel hieß, wer wird Promillionär? Stimmt. Ja. Spaß ist in der kleinsten Hütte, sag ich mal. Aber was haben wir jetzt, ach, Miroli, was haben wir zusammen die Weiber aufgerissen, was? Ja, gut, er hat geflirtet, ich hab gerissen. Er hat gerissen. Lecker. Ja, darum beneide ich Sie ja so ein bisschen, dass Sie wirklich so ein charmanter Typ sind. Was ist so Ihr Geheimnis? Ja, was ist eigentlich dein Geheimnis, Michel? Ich trinke nicht so viel. Das kriegst du so sehr, das war schon immer sein Problem. Du musst dich zwingen, weißt du? Dann klappt's auch mit den Damen. Das ist... Christine, weißt du, Christine? Nein. Weißt du, wie du aussiehst? Nein. Wie das hinweisen, Mann, nur in echt, ja. Weißt du, das Wichtigste ist ja ein guter Anmachspruch. Ja, also ich zeig mal alles. Pass auf, das geht so. Hi. Das war doch nicht der Spruch. Hi. Wir passen sehr gut zusammen. Ich bin ein Fisch und du hast Schuppen. Ja, pass auf, Ich hab noch einen für dich. Das ist auf deinem Niveau. Ja, das ist. Und ich finde, der kommt immer gut an. Pass auf, du machst so. Schau. Guck mal hier. Ja, das mach ich. Und dann machst du so. Ja. Und dann sagst du, jetzt aber nix wie raus aus den nassen Klamotten. Ja, sehr schön. Guck mal. Das ist sehr gut. Kommt nie gut an. Und auch, hi, hast du Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. Achtung, nicht auf dem Niveau drin. Also, ich weiß nicht. Heute singt für Sie das Niveau. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Ja, es ist besser, wenn wir gehen. Ich werde ja langsam schon wieder nüchtern. Also, Miracoli. Nehmen Sie es mit. Wir sehen uns gleich. Ich nehme schon mal vor. Ich habe dich so lieb. Von all den Zahlungsprofessoren bist du wirklich der Miroslav. Ja, tschüss. Vielen Dank und entschuldige die Störung.
Das war's. Wir gehen. War super. Und das war Martin Reinl, der beste.